Hallo, mein Name ist Schmidt-Christian und ich bin dein Immobilien- und Finanzcoach. Herzlich willkommen bei den Immobilien-Shorties. Die Immobilien-Shorties sind Begriffe aus dem Immobilien- und Finanzbereich für dich zu Hause ganz einfach erklärt. Viel Spaß beim kommenden Thema. Abgeschlossenheitsbescheinigung. Eine Abgeschlossenheitsbescheinigung brauchst du dann, wenn du zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus in einzelne Wohnungen aufteilen möchtest. Hier ist es wichtig, dass die Wohnungen voneinander getrennt sind durch Decken und Wände und dass sie untereinander abschließbar sind. Somit hast du dann die Möglichkeit, diese Wohnung an jemanden zu verkaufen, beziehungsweise die einzelnen Wohnungen zu verkaufen, und in einem Mehrfamilienhaus können dann die Wohnungen auch unterschiedlichen Personen gehören. Das ist einer der Punkte für eine Abgeschlossenheitsbescheinigung, und natürlich eine Bank kann dann auch auf die einzelnen Wohnungen jeweils eine Beleihung eintragen und kann darauf einen Zugriff haben. Das war das Thema der Abgeschlossenheitsbescheinigung. Wenn dir beim Thema Abgeschlossenheitsbescheinigung noch was gefehlt hat oder du hast noch ein paar Fragen dazu, schreib sie doch gerne unten in die Kommentare rein, dann sprechen wir darüber. Ich wünsche dir was, schöne, erfolgreiche Woche. Dein Schmidt-Christian. Bis dahin, ciao.